Situation im Hause, mal ganz zu schweigen, liebe Freunde. Da müssen wir auch noch mal drüber reden. Die machen nämlich immer die ganze Mülltonne voller Folien. Und das ist eigentlich nicht zulässig, weil auf der Mülltonne steht nämlich keine Folien einwerfen. Ha! Ja, hallo, und da sind wir zwei Hübschen wieder. Und wir haben heute eine absolute miese Geschichte. Ja, wir haben etwas erlebt. Etwas sehr Unschönes gestern, der Kollege und ich. Nämlich, wir mussten krabbeln und klettern. Ja, krabbeln und klettern. Was für den werten Herrn jetzt so nicht das Problem ist. Aber für mich, ja, war das schon ziemlich dramatisch. Und was wir genau damit meinen, das wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen. Nämlich, wir haben gestern geparkt, so ganz normal hier auf unserem Parkplatz. Und was dann passiert ist, wir haben also da Mutterseelen allein gestanden, alles war frei. Das zeigen wir Ihnen jetzt mal in diesem Bild. Ja, links der Lieferwagen, rechts wir, links der Lieferwagen. Ja, was kann man jetzt machen? Man kann sich aufregen. Man kann sich total aufregen, aber wir wollen erstmal Fakten bringen. Ja, und dazu bemühen wir hier unseren kleinen Erinnerungsstab. Nicht wahr, Herr Kollege? Es handelt sich dabei um einen italienischen Dienstleister hier im Hause, dessen Mitarbeiter eigentlich nur in der Lage sind, Gabelstapler und Trolleys zu bewegen. Ab und an dürfen die dann mal Lieferfahrzeuge fahren und natürlich auch einpacken. Von der Müllsituation im Hause mal ganz zu schweigen, liebe Freunde. Da müssen wir auch noch mal drüber reden. Die machen nämlich immer die ganze Mülltonne voller Folien. Und das ist eigentlich nicht zulässig, weil auf der Mülltonne steht nämlich keine Folien einwerfen. Ha! Jetzt wird der geneigte Zuhörer sagen, ja, die können ja nicht lesen. Ja, fahren können die nicht. Die können nicht fahren, wenn man sich dieses Bild mal anguckt. Wie soll man denn da reinkommen? Und dann haben wir zwar uns auch gezofft, wer zuerst einsteigt. Natürlich ich, weil ich muss ja nach links rüber. Sie fahren ja nicht. Sie sitzen hier hinten auf der Ablage. Meine Herren. Also, wir wollen auch nochmal Folgendes festhalten. Liebe Freunde aus Italien, tut uns beiden doch einen Gefallen. Guck doch einfach auch mal auf die andere Seite. Nicht nur auf die linke Seite, sondern auf die rechte Seite. Was sich da bewegt oder steht. Dann können wir auch gut miteinander auskommen. Aber spätestens zur Fußball-Weltmeisterschaft oder EM oder weiß der Geier was, da sehen wir uns wieder. Und ihr scheidet vor uns aus. In diesem Sinne, frohes Schaffen wünschen Clemens und der Kollege. Ciao. Ciao? Habe ich jetzt Ciao gesagt? Auf Wiedersehen. Tschüss.